Online-Geister, Hausmeistereien. Hallo, liebe Podcast-Hörer und willkommen zurück, liebe Radiohörer bei Radio Korax bei den Online-Geistern. Genau, und zum Finale gibt es von uns Musik, die ihr auch frei verwenden dürft, aber vorher bringen wir euch noch auf den aktuellen Stand, also Ohren auf Betriebszustand und reingehört. TikTok kopiert Be Real. Be Real ist eine Plattform, die wir schon ab und zu mal angesprochen haben hier, und TikTok scheint davon schamlos abzukupfern. Was Meta macht, das können wir schon lange denken, das dachte sich sowohl TikTok und kündigte bereits im September an. Im TikTok Newsroom die App TikTok Now. Genau. Das ist ein sehr offensichtlicher BeReal-Klon. Fairerweise sollte man dazu sagen, dass Instagram und Snapchat bereits im Juli und August ähnliche Copycats auf den Markt brachten, also auch schon BeReal kopiert haben. Genau, beziehungsweise auch wesentlich früher, 2017, hat zum Beispiel Instagram angefangen, Snapchat zu kopieren. Also das ist jetzt keine Neuigkeit in dem allgemeinen Sinne, aber schon ganz interessant, dass halt eben TikTok mit eben TikTok Now, nennt sich das Ganze, auch richtig in der TikTok-App knallhart Werbung betreibt. Also die haben wirklich Buttons ausgetauscht, die jetzt auf die entsprechenden App-Store-Inhalte, also den Download für TikTok Now verweisen, wo auch das manche Leute wirklich schon auf den Keks geht. Wie Werbung das nochmal so ist. Amir Farouk schreibt für die Future Zone und hat dort diese neue TikTok-App ausprobiert. Und er sagt dort, mal kurz ein Fazit zusammengefasst, das Konzept von TikTok Now wäre spannend und interessant, wenn es nicht bereits existiert hätte. Und ich glaube, dabei können wir es auch erstmal belassen. Ja. Das ist jetzt in dem Sinne nichts Neues. Denn eine Sache, die neu ist, wäre Gas, der BeReal-Killer aus den USA. Also BeReal, nur als kurz Hinweis, kommt aus Frankreich. Gas kommt mal wieder jetzt aus den USA. Und ja, so nach dem Motto, BeReal hat sich bislang kaum etabliert in der Masse. Jetzt kommt schon der neue Killer. Also ja, ich finde es persönlich ganz spannend, weil sich mal wieder ein bisschen was in der Social-Media-Szene tut. Aber ja, nach BeReal, der nächste Hype-Train kommt im Internetbahnhof an. Gas, die derzeit beliebteste, nicht kostenpflichtige Anwendung in Apple App Store. Und hinter der App, die aktuell noch nicht mal übrigens in allen US-Bundesstaaten verfügbar ist, steht übrigens ein ehemaliger Facebook-Mitarbeiter, der Gas erfunden hat und unter anderem vom Wall Street Journal auch durchaus gelobt wird. Also die sehen da durchaus Potenzial, dass halt Gas wirklich das nächste große Ding werden könnte. Denn der Grund dafür, die App verlangt von den Nutzerinnen, dass sie nette Dinge zueinander sagen. Das ist doch schon mal schön. Also wir bleiben auf jeden Fall dran. Hauptquelle hierfür war das Wall Street Journal. Die Online-Präsenz davon. So, was auch sehr nicht schön ist, aber interessant auf jeden Fall, eine Studie, warum das Internet zu mehr Polarisierung beiträgt. Eine Studie bestätigt, dass das Phänomen Filterblasen ist zwar ein schönes Konstrukt, aber sehr wahrscheinlich nicht real. Peter Turnberg zeigt, dass eher das Gegenteil der Fall ist. Digitale Medien sorgen für mehr Polarisierung, weil sie Userinnen mehr mit gegenteiligen Ansichten konfrontieren. Also auch mit mehr gegenteiligen Ansichten. Nicht, weil diese über Algorithmen rausgefiltert werden. Genau. Also die Filterblase, das war ja immer die Ansage gewesen, ja, du interessierst dich für kleine Hunde, deswegen zeigen wir dir mehr von kleinen Hunden. Andere interessieren sich für kleine Katzen, deswegen wird denen mehr Cat-Content ausgeliefert. Und ist wohl offensichtlich nicht so. Was ja, auf der einen Seite für Diskurs ganz nett sein kann, aber auf der anderen Seite halt, ja, du Streit und alles anscheinend, also wie die Studie, muss ich genauer nochmal nachlesen, oder pnas.org verlinken wir euch. Das ist auch ein sehr angesehenes amerikanisches Journal, wo mehrere wissenschaftliche Studien auch rauskommen. Genau, die Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Genau, also, dass die Algorithmen wohl eher die extremsten Meinungen rausfiltern, weil die am meisten interagiert wird, deswegen am interessantesten und spannendsten sind und die allen möglichen Leuten zeigen. Und deswegen begegnen dir sehr viel oft auch Meinungen, die deiner partout entgegengehen. Krass. Dann kommen wir zu unserem Social Media Ticker. Die unsere Schnellfeuerrunde. Zuerst eine kleine Korrektur zu unserer Folge Nummer 77, wo wir gesagt haben, dass Meta in Giphy investiert hat. Das müssen wir zurücknehmen, sie divestieren. Ja, also ein Gericht im Vereinigten Königreich hat Meta dazu veranlasst, die Investitionen wieder zurückzunehmen, weil sie nicht rechtlich dürfen. Punkt aus. Fertig. Mehr gibt es zu der Meldung eigentlich nicht zu sagen. Wunderbar. Gen Z-Studie mit ernüchternden Ergebnis. 57% im Tech-Sektor arbeitende Gen Zia sind enttäuscht von ihrer Arbeit. Ich glaube, das sind sie nicht alleine. Ja, aber wenn man sagen muss, ist vielleicht auch so eine Alterssache. Gen Z ist ja so plus, minus irgendwas, alles bis Mitte 20, mehr oder weniger. Und ja, das ist vielleicht so diese erste Enttäuschung vom Arbeitsmarkt an sich, aber halt eben dieses Klischee von, ja, die sind ja mit Internet groß geworden, mit einem Smartphone im Ohr schon geboren, bla bla bla, ist nicht wirklich so. Das heißt, das war vielleicht mal
weiß nicht, Wunschtraum als kleines Kind gewesen, aber jetzt kommt man in der Realität halt eben an. Also am Ende ist es immer noch Arbeit im Kapitalismus, irgendwie muss Essen auf den Tisch kommen. Wo auch Essen auf den Tisch kommen muss, in Kommunen, scheiß Überleitung, egal. Viele Kommunen in Deutschland sind ungenügend geschützt, schreibt Datenschutzexperte René Rehme auf Twitter. Erstmal hat er einen sehr ausführlichen Thread geschrieben, dass viele Kommunen mit veralteter Software arbeiten, dass er sich mehrere Daten von Bürgern einfach so runterladen konnte, ohne großen Aufwand. Um mal so ein paar Beispiele zu nennen, also wir verlinken auch den Thread, den Twitter-Thread von euch, und da hat sich halt eben mehrere Webserver von deutschen Kommunen und Städten angeschaut und hat halt eben das Ergebnis einmal in seinem Blog veröffentlicht, aber eben auch bei Twitter nochmal kurz zusammengefasst, und ja, massive Datenabflüsse, diverse Schwachstellen, fehlende Best Practices zeichnen ein fatales Bild, wie er es formuliert, was mich selbst nicht mal so sehr überrascht hat, zum Beispiel mit hier über 6 Gigabyte E-Mail-Anhänge. Darunter Personalausweise, Reisepässe, Anträge aller Art, E-Mail-Verkehr, Sender, Empfänger, Uhrzeit von über 2 Millionen verschickten E-Mails. Konnte er mehr oder weniger problemlos von den Servern herunterladen. Was mich persönlich aber krass erschrocken hat, hat nämlich auch so eine Statistikübersicht mal gegeben mit was für PHP-Version, also PHP ist eine Programmiersprache, die extremst verbreitet. Also zum Beispiel WordPress basiert auf PHP, sehr viele andere Systeme basieren auf PHP, und es ist zwar generell okay, dass es auch neuere Varianten gibt, also bei aktuell zum Ausschreibungszeitpunkt sind wir bei der PHP-Version 8. so und so, aber es gibt halt eben auch deutsche Kommunen, die halt eben auf ihren Servern beispielsweise PHP-Versionen von 4.3, 5.2 und so weiter betreiben. Die sind 20 Jahre alt, diese Versionen. Ja, aber wenn es noch funktioniert, vielleicht geht ja beim Update alles kaputt. Also nur zum Erinnern, vor 20 Jahren, da war zum Beispiel Windows XP der neue heiße Scheiß gewesen am Computermarkt. Also wäre so, als würde man mit, ich weiß nicht, Windows 98 noch alles Mögliche betreiben. Also das hat mich persönlich schon ein bisschen erschrocken. Nicht unbedingt überrascht an der Stelle, leider muss ich sagen, aber durchaus ein bisschen erschrocken. Ich bin ja selbst auch als Datenschutzbeauftragter mit aktiv, deswegen leider Alltagsproblem an der Stelle. Aber ja, einfach mal für euch zur Information da draußen, also auch die Daten bei der öffentlichen Verwaltung, achtet darauf, was ihr denen mitteilt. Das ist nicht wirklich geschützt an der Stelle. Theoretisch kann jeder mitlesen mit dieser optimistischen Aussicht. Genau. Aber vielleicht auch mit einer optimistischen Aussage, wenn ihr an der Situation was ändern wollt, geht in den öffentlichen Dienst und verbessert die Situation, um da echt einen konstruktiven Ansatz zu haben. So. Wunderbar. Und am Ende noch was ähnlich Abenteuerliches, denn ich habe mir jetzt mal für die freie Musik am Ende der Hausmeistereien einen Komponisten rausgesucht, der, glaube ich, jeder schon mal gehört hat, der sich mit freier Musik beschäftigt. Seine Internetseite ist Incompetech, ist Kevin MacLeod. Frei verwendbare Musik, auch für kommerzielle Dinge, die ihr irgendwie macht. Ihr müsst nur erwähnen, dass die Musik von ihm kommt und er wirklich für jede Situation irgendwie ein kleines Stückchen komponiert. Dürft ihr ihm gerne auch Spenden natürlich da lassen. Kevin MacLeod, Adventures in Adventureland. Thank you.
Adventures in Adventureland, ein Creative Commons Musikstück von Kevin MacLeod. Nutzt es für was immer ihr wollt. Ihr solltet nur sagen, dass es von Kevin MacLeod kommt. Und damit sind wir am Ende der Folge angelangt, dann beim Feedback. Online-Geister. Feedback. Und wir haben Feedback bekommen. Willst du den Namen versuchen? Julia Jules. Mit mehreren, zwei U's und mehreren A's. Genau, 2356 steht da noch da hinten dran. Also in Zahlen, ja. Datum vom 4. November. Sehr informativ. Interessante Themen und immer up-to-date. Ich höre Tristan. Also mein Name hat er falsch geschrieben. Tristian. Tristan. Und das Christian. Das ist unser Pärchenname jetzt. Tristian. Tristian. Mach ich auf jeden so. Fall hört sie Tristian und Christian super gerne zu und freut sich schon auf die nächste Folge. Keine Sorge, Julia, mein Name wird öfter mal falsch wiedergegeben. Freut uns auf jeden Fall. Vielen Dank. Lasst weitere Kommentare da. Schreibt uns gerne direkt an. Noch bin ich auf Twitter. Online-Geist an sich auch. Mich könnt ihr aber schon bei Mastodon finden. Also mastodon.social. Aber ich zeige dann ab noch nichts, was man sich angucken kann. Verlinken wir vielleicht euch auch direkt mal in den Shownotes, falls ihr uns da abonnieren möchtet, sehr gerne. Ansonsten, das war's für heute. Hat mich sehr gefreut, Christian. Mich ebenfalls, Tristan. Wir hören uns beim nächsten Mal und dann geht es um unseren Jahresrückblick 2022. Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.